Hallo? Test? Ich bin noch angemeldet beim PlayStation Network. Was willst du denn von mir? Alter. Was ist denn heute los? Auf der PS4 bist du noch nicht unten. Mach langsam. Ja. Jetzt geht's. Geht's auch auf der PlayStation 4? Ich hoffe. Alter, bitte. Ich hoffe. Ich hoffe. So, ich hoffe natürlich, dass ich jetzt gefunden werde. Jetzt geht's ja auf der PlayStation. Passt. Geht's jetzt? Funktioniert's jetzt? Also, sieht man mich jetzt auf der PlayStation? Ist es jetzt live von der PlayStation? Ist es jetzt live? Bin ich im Fernsehen? Hallo? Ich bin mit meinem kleinen Fensterchen hier. Warte mal. Ich bin in meinem kleinen Fensterchen gefangen wieder hier. Mein. Halt die Fresse, Klavier! Entschuldigung. Hallo Flexi, wie geht's dir so? Hallo Niki, willkommen zur Let's Play Live Show und willkommen zum Live-LP von Layers of Fear. Die Legende ist back. Was? Nein, ich bin keine Legende. Nein, ach, hör auf. Nein. Ich bin doch nur ein Spieler, so wie ihr auch. Ich streame nur. Hallo Patrick. Hallo Craig. Hey Craig. Nice to meet you. Welcome to my stream and to Layers of Fear. To the live Let's Play. This awesome game comes on my channel, Reflex GER. Yes. Huch. Und so wie es aussieht, nimmt er jetzt auch Déjà-vu. Ja, Déjà-vu. Hallo Crocodiles, willkommen. Ah, jetzt sind natürlich auch wieder andere dabei. So, ich hoffe natürlich, jetzt sind alle da. Nimmt er den Sound auf? Moment. Halt die Schnauze, Songs! So, ich hoffe jetzt, also Aufnahmesoftware nimmt die Musik auf. Record Software. Yes. Play Sound. Okay, great. Tirili, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Prost. Und willkommen zum Live Let's Play von Layers of Fear. Wie gesagt, ich werde auf den Chat nicht großartig eingehen. Start eating my Chinese. LOL. Nice. Ah. Oh. I'm so hungry, but I must play this game. Okay, dann werden wir jetzt anfangen. Ich hoffe, alle sind dabei wieder und alle wieder am Start. Deswegen werden wir jetzt ein neues Spiel starten und wir fangen dann jetzt direkt an. So, los geht's. Ist mir egal. So, wir haben ja mal einen Ladebildschirm. Ich hoffe, Alter. Ja, wie gesagt, ist wieder ein Live-Let's Play. Ich werde nicht so viel auf den Chat eingehen, sondern mich mehr auf das Spiel zu konzentrieren, weil es ist ja ein Horrorspiel. Seid mir da nicht böse. Für dich auf YouTube natürlich wahrscheinlich lustiger, weil ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen mehr auf die Kamera konzentrieren, ne? Für euch auf Twitch. Wie gesagt, für YouTube ist es ein Live-Let's Play. Wir sind gerade auf Twitch live und ja, ich hoffe, das funktioniert alles ein bisschen besser, so wie gerade. Gerade ist alles abgeschmiert und ich hoffe, jetzt geht's. Und es ist in Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Deswegen habe ich die Untertitel angemacht und ich bin sehr gespannt, weil der Ladebildschirm. Ladebildschirm ist gleich zu Ende. The loading screen. Never ending. It's a never ending story. Oh. Okay, los geht's. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way.
a way to bring it all back. Hallo Mama von Lupa. The precious thing you ever truly desired. Alter, Dreck 22. Finish. Was? Bring es zu Ende, sagt er. Alter, was? Von 9 auf 22. Willkommen zur Let's Play Live Show. Seid ihr wahnsinnig? Ihr seid verrückt. Ihr seid verrückt. Ihr seid bekloppt. Ihr seid bekloppt. Und willkommen. Alter. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zum Live Let's Play zu Layers of Fear. Alter. Es ruckelt ein bisschen, oder? Alter, die Framerate geht aber ganz schön in die... Geht ganz schön in die Knie, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr... Ressourcen... Was haben wir denn hier? Wie kann ich denn... Mit X... Das ist ein Maulkorb, ne, oder? Alter. Ich weiß gar nicht die Tasten. Ich muss mich jetzt selber erstmal umschauen. Oh, hübsches Bild an der Wand. Mit einem Baby und einem Greif. Na, was gibt es Schöneres? So. Drücke R2 und bewege den rechten Stick. Ach, den rechten. Achso. Ah, was haben wir hier? Was zu lesen? So. Triumph eines Künstlers. Galerieeröffnung bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn einen neuen Caravaggio. Andere vergleichen ihn mit Van Eyck. Eine von Ehrfurcht erfrorene Kritiker, der nicht namentlich genannt werden will, ging sogar so weit, sich auf den Geist des großen Leonardo zu berufen. Egal wie sie es ausdrücken wollen, die Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg. Seine ausgeprägten Stil von ist seine einzigartige Mischung von Gewitter. Renaissance-Flüssen sowie fortschrittliche Techniken gepriesen worden. Der Künstler selbst besuchte die Veranstaltung gemeinsam mit seinen hinreisenden Verlobten. Achso, atemberaubend anzusehen in ihrem schwarzen Abendkleid, enthüllte für uns exklusiv das Paar tatsächlich bald Nachwuchs erwartet. Ah ja, können wir es auch wieder schließen? Ah ja, okay. Okay, wir können ja anscheinend alles aufmachen. Bourbon Whisky, ja, den kann ich jetzt auch gut gebrauchen. Ich denke mal, den werde ich wahrscheinlich auch später gebrauchen. So. Aha. Rechts werden wir wahrscheinlich sein, denke ich mal. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Alter, man kann hier echt alles aufmachen. Was haben wir da? Sifrino. Es erinnert mich ein bisschen an Amnesia, weil da konnte man ja auch alles offen machen, alles bewegen. Es ist jetzt schon sehr furchteinflößend, dieses Gewitter. Das macht mir echt... Och, guck mal, Dominosteine. Da hätte ich jetzt Lust drauf. Bin ich ganz ehrlich. Ja. So, okay, da haben wir nur Teller drin. Ich muss sagen, ich muss mal ein bisschen hier so ein bisschen dunkler machen. Klein wenig, dass ich nicht so geblendet werde von dem Licht, aber dass ihr mich trotzdem noch seht. Was haben wir denn hier auf dem Tisch liegen? Da ist noch eine Notiz. Können wir die lesen? Ja, wir können die lesen. Sehr schön. So. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchten ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihren Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entscheiden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen außer einer lediglichen
prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls werden wir den nächsten Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Carl Denton. Aha. Psy-Presence Schädlingsbekämpfung. Okay, also hat er wohl ein paar Schädlingsprobleme hier im Haus, so wie das aussieht. Müssen wir mal schauen. So, wie sieht denn so... Ich frage mal ganz kurz in dem... ich frage mal so in den Stream mal ganz schnell rein. Wie ist denn so die Streamqualität? Kann man die gucken oder ist die sehr miserabel? Das wäre so das Einzige, was ich fragen möchte. Alter, wir haben 6:56. Da macht jemand Pipi. Links sowie rechts. Okay, Briefe können wir nicht lesen. Aha. Alte Lappen. Was haben wir hier? Ja, okay, okay, okay. Ist gut, Quali ist super. Okay, super, alles klar. Okay, das ist abgeschlossen, da kommen wir nicht dran. Nein, ich will da drunter, warte mal. Aha, alte Lappen, Hemden und Hosen. Und unten kommen wir nicht rein, das ist abgeschlossen. Okay. So, was haben wir hier? Okay, da ist eine Kerze. Hier ist eine Tür, die möchte ich aber erstmal nicht öffnen. Ich möchte jetzt erstmal mich hier so ein bisschen umsehen. Ihr wisst, ihr kennt mich ja. Ich gucke mir ja gerne alles sehr, 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 sehr genau an beim ersten Mal spielen. Was haben wir hier? Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt. Wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos da drin herrscht. Wenn Sie wirklich so sehr mit dem Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihren Schlüssel hinlegen lassen. Ich habe Sie zurück in Ihrem Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay, wir wissen also nicht, wo der Schlüssel ist. Oder zumindest weiß das unser Hausherr oder keine Ahnung, wie auch immer. So, hier haben wir jetzt alles durchsucht. Ich gehe jetzt erstmal hier in die Tür. Oder? Ja, ich komme mal in die Küche. Alter. Also grafisch ist das schon... Alter, grafisch ist das schon... Macht schon was her. Mach mal die Tür zu. Ich guck mich mal... Was haben wir hier? Können wir irgendwas? Nein. Was war... Aha. Okay. Würde sich jede Frau darüber freuen, über diese Küche wahrscheinlich. Weil da stehen Töpfe drin. Da haben wir einen Zettel. Warte mal. So, Goldrosa, gebranntes Umbra, Sina, Pinsel mal 25, Lufterfrischer mal 50, Äpfel 10 Kilo, Schnaps mal 30. Ja, so ein Schnäpschen könnte ich jetzt auch gut gebrauchen. Vielleicht auch später. Da unten steht ein Bügel. Kann ich mich ducken? Nee, ich kann mich... Okay, ich kann mich nicht ducken. Was, was? Okay, anscheinend hat hier jemand Wein getrunken. Oder vielleicht waren wir es auch selber. Ich weiß es nicht. Da ist... Paprika im Glas. Zucker im Glas. Okay. Okay, ich lasse es ruhig mal alles offen. Ist ja egal. Gibt es hier noch irgendwie... Also wie gesagt, nicht wundern, wenn ich mich, wie gesagt, nicht auf den Chat konzentriere. Ich möchte mich gerne aufs Spiel voll und ganz konzentrieren, weil das macht bei Horrorspielen ja das Ganze aus. Und für dich auf YouTube, wie gesagt, wird es ja sowieso lustig, weil dann bist du so ein bisschen mehr eingebunden. Okay, da kann ich nicht öffnen. Kann ich hier öffnen? Hallo? Okay. Okay. Alter, 25 Zuschauer, ihr seid wahnsinnig. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und willkommen zum Live-LP von Layers of Fear. Okay, geht's jetzt weiter. Ich möchte jetzt aber trotzdem erstmal mich nochmal... Vielleicht schaue ich mich trotzdem nochmal erstmal da um. Ich bin sehr mutig, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt gerade bei dem Spiel. Obwohl ich nicht weiß, was mich erwartet. So. Können wir hier... Ah, wir können... Ah, geil, wir können Licht anmachen. So, da sind Handtücher drin. Verbände. Hat man ja immer eigentlich im Haus rumliegen. Was haben wir hier? Ah, Rattengift. Okay. Naja, sehr schön. Weil er hat ja einen Schädlings... Natürlich der erste Test. Ach, wir können nur... Okay. Abpissen können wir anscheinend nicht, so wie es aussieht. Geht denn hier irgendwie... Hier ist ein Licht... Ah, hier. Ah. Nein! Wir sind Batman. Ich hab's immer gewusst. Und wieso läuft hier die ganze Zeit das Wasser?
Wir sind doch gerade erst nach Hause gekommen, oder? Wieso läuft denn hier die ganze Zeit das Wasser? Okay, immer noch eine Notiz. So, F.A. Achille hieß, Prothesen. Einmal unter Knieprothesen. Wie zum Teufel konnte dies bloß die Länge versauen? Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? Warte mal, was war das? Eine Knieprothese? Okay. Kann es sein, dass wir... Warte mal. Toll, ein Klo, was nicht funktioniert. Also normalerweise in Videospielen ist das normalerweise das Erste, was man ausprobiert. Okay, schauen wir mal hier. Das sieht aus wie ein... Geht hier... Alter, ich sehe... Naja, sehr schön. Das Licht geht schon mal an. Okay, er hat also einen sehr, sehr krassen Befall von Schädlingen. So, Little Wayne, Winnie and Partner. Haben Sie ein Rattenproblem? Rufen Sie uns an und vergessen Sie es. 555-3825. Schnell, effizient und diskret. Hört sich an wie so ein Sexshop oder so. Aber naja, gut. Okay, machen wir die Tür mal wieder zu. So, das war der Wandschrank. Hier geht's jetzt. Haben wir eigentlich wahrscheinlich nicht, ne? Können wir wahrscheinlich nicht rein, oder? Nein, da brauchen wir den Schlüssel für. Wo geht's hier hin? Da möchte ich noch nicht reingehen. Ich werde. Hallo? Na? Hallo? Ich möchte den Keller noch nicht betreten, weil bei Horrorspiel. Ich glaube, ich werde. Nee, pass auf, ich gehe nach oben. Ich werde erstmal. Ist aber sehr kleiner Typ, ne? Alter, diese Bilder. Wir wissen ja, wir sind ja ein Künstler. Und, aber hübsch ist es hier schon, muss man ja sagen. Hübsch ist es wirklich. Was war das? Alter, ich hab voll die Gänsehaut. Was haben wir hier? Aha. Notenblätter. Kann man die auch... Ah, man kann die auch drehen. Okay. Warum geht das einfach zu? Ich versteh's nicht. Ich sehe einen Startpunkt. Für die Leute, die wissen, was ich meine. Okay, haben wir noch ein... Das ist doch kein Wein, oder? Ja, schauen wir mal hier. Habe die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Ich gehe trotzdem mal rein. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around, so funny. Dumbling here and there, dumbling everywhere, and I must declare. I stepped right on my toes, and when she... Oh. Okay. Naja, ich dachte jetzt irgendwie, naja, gut. Hey, da haben wir wieder ein Zettelchen. Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie es nur ab. Die unglaubliche, begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die sie selbst die Protagonisten zweifelnd überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solche Leidenschaft, Energie und Fähigkeiten haben ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Äußert sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint, dass sogar Anthony Giles, einer der schärfsten Kritiker von sie endlich in einem anderen Licht sieht. Von Giles war man bisher eher... Alter, dieses Gewitter, ne? Von Giles war man bisher eher... Grin geschätzt Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel, es gehört mehr dazu.
Musik zu machen als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Nach der großartigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereuend, erhielten wir von Herrn Gilles ein Gesichtsausdruck, der lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden könnte. Auf erneutes... Wie kann ich denn... Kann ich hier weiterlesen? Achso, auf erneutes Fragen wahrscheinlich. Ich kann es, glaube ich, nicht... Kann ich es blättern? Weiß es einer? Ui, viel zu lesen. Ist mir egal. Ihr wisst ja, meine Leseschwäche... Wer meine Leseschwäche nicht mag, der kann auch woanders das Let's Play gucken. Pech gehabt, so. Okay. Ein zerbrochener Spiegel, eine weitere Notiz. Galactica, große Öffnung in Flammen, verheerenden Brand in neuen Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lang erwartete Öffnung des neuen Galactica-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hunderte unglücklicher Besucher im Hinterteil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, den Flammeninferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden. Jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass es mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactica, Ronald Shield, hat bisher jeglichen Kommentar zu der zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. Alter. Was passiert denn hier alles? Meine Güte. Alles so Tragödien. Okay, die Schubladen können wir nicht öffnen. Aber ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt mal hier eine kurze Aufnahmepause zu machen für YouTube. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.